So, weitere benutzerdefinierte Stories stehen an, die von mir gezockt werden sollen. Hier, Geisterwille war die letzte. Hollys Lehrstunde hatten wir schon, das Survival Training wurde gefixt, aber das zocke ich irgendwann, wenn ich alle durch habe. So, außerdem und 4 hatten wir schon, Hard Bondage hatten wir, Omega Ultima hatten wir, Scary Story, hatte ich das schon gezockt? Nein, noch nicht, aber Scary Story klingt irgendwie gruselig, ich weiß auch nicht warum. Mit Salat, Gurke. Das ist schon gruselig, diese Rechtschreibung, aber ist Absicht, ist ein Künstlername. Ist abstrakte Kunst, selbst der Künstlername, nicht schlecht. In diesen Räumen geschehen nicht erklärbare Dinge. Punkt, Punkt, Punkt. Kein Ding. Ich erkläre euch jetzt, was da abgeht. Wahrscheinlich das Ganze. Oh, hier geht ein Schranktür auf. Da fallen Kisten raus. Passiert mir auch jedes Mal. Das kann sein, dass ich live sterben werde, wenn mir eine Kiste auf den Kopf fällt. Weil, keine Ahnung, das Haus ist ein bisschen schief. Das Haus steht so, ungefähr. Wir haben das... Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber das ist jetzt halt... Das Haus ist so und ich habe mich jetzt hier so rangenagelt an den Schreibtisch. Das ist kompliziert. Kompliziert. Komplizierte Sache. Aber lässt sich alles erklären. Okay, Freunde, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier diese Schranktür auf den Stand da und dort finden wir dann zwei Zünderbüchsen und links hier ist dann... Buh! War ich nicht. War ich nicht. Oh nein, das müssen wir schnell durchzocken, bevor die Mama kommt. Hier ist ein Schlüssel drin, stand in der Notiz. Ah, die Notiz hat uns veräppelt. Ah, scheiße. Okay, ist nichts. Das sind Waffen oder so. Ah! War ich auch nicht. Mist. Oh Mann. Okay, aber wahrscheinlich muss ich das hier kaputt machen. Hä? Hä? Geht die Tür einfach so auf? Oh, ich bin schon so darauf eingestimmt, immer Schlüssel zu suchen oder sonst was. Bah! Kaum ist die Putzfrau mal nicht da, ist es hier dreckig. Zu dumm, dass die Besenkammer abgeschlossen ist. Die Putzfrau hat den Schlüssel wohl verlegt. Vielleicht finde ich ihn noch. Außerdem sollte sie sich merken, alle Türen hinter sich zu schließen. Okay, Hauptmeister sagt, Schlüssel schließen, alle Türen machen, Gehaltserhöhung vielleicht bekommen. Geistmeister, Türen, alles schließt hinter mir, alles schließt. Hier sind doch Besen, warum brauche ich deine Besenkammer? Du willst den Schlüssel zur Besenkammer? Was ist fertig und wird doch täglich gemacht? Deine Putzfrau. Was ist fertig und wird doch täglich gemacht? Irgendetwas mit Bett, oder? Das Bett. Das Bett. Alkohol? Die, hier ist Geld. Oh, wir haben Taler. Super. Moment mal. Was ist fertig, aber wird... Ah, das kannte ich. Scheiße, ich muss mal mit dem... Das Bett. Das Bett ist fertig. Doch täglich gemacht. Oder ist die Antwort wirklich meine Putzfrau? Moment, hier das Bett. Ha! Das Bett, oder nicht? Swag. Oder nee. Da habe ich oben etwas gesehen. Da muss ich rauf jetzt. Yay! Aufgenommen, Hollys Besenkammerschlüssel. Ah, ich wusste doch. Ah, schön. Türen schließen. Und Türen schließen. Und Besenkammer offen. Machen, aufmachen. Oh, den kennen wir doch schon, mit dem haben wir doch im letzten Part, Geistervilla war das, glaube ich? Nein. Irgendwo, zu viele Stories. Irgendwo habe ich doch Monster damit vermöbelt. Wow, du hast das Rätsel gelöst. Glückwunsch. Und ja, sowas kann man Easter Egg nennen. Viel Spaß mit dem Besen. Ach so, ein Easter Egg. Holly ist schlau. Holly hat gelöst Rätsel. Aber dich will ich jetzt mitnehmen. Und wie geht's jetzt weiter? Und jetzt? Ist irgendwo ein Schlüssel? Ja, also ich habe ein Easter Egg gefunden. Super, jetzt habe ich meine Besen, aber irgendwie brauche ich noch Schlüssel oder sowas. Hier ist eine Zünderbüchse. Schnapp uns mal. Oh, hier. Ah, hey, das ist der richtige Schlüssel. Perfekt. Mein Gott. Ah. Na, komm mit. Komm mit. Du passt da durch. Du.
So, die Türen sind alle verschlossen, verschlossen, verschlossen. Warum sind sie verschlossen? Was hat das zu bedeuten? Gleich kommen da wahrscheinlich Monster rausgesprungen. Da kann man glubschen. Guck mal, da kann man glubschen. Das ist was Rotes. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Notiz lesen. Voll, da liegt ein Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet nur eine von den Türen um dich herum. Die Türen sind von rechts nach links durchnummeriert, 1 bis 9. Erinnerst du dich noch an den ersten Raum? Dort war ein Gegenstand öfters vorhanden als die anderen. Wenn du weißt, wie oft der Gegenstand vorhanden ist, dann weißt du, welche die richtige Tür ist. Ach, und noch was. Renn. Die Kisten. Die Türen sind von rechts nach links durchnummeriert, von rechts nach links. Die Kisten waren dreimal vorhanden. Sonst stand da nur ein Bett. Einmal vorhanden, ein Schrank und sonst was dann noch alles. Ja, Kisten waren 3 Stück, oder? 3 Stück sind rausgefallen. Eins, zwei, drei! Nein! Oh, es ist diese Tür hier, wo ich durchklupschen kann. Viermal waren es 4 Kisten. Ah, Mist. Müsst ihr dann nochmal zurückspulen. Könnt ihr mir in die Kommentare mal schreiben, weil ich selber zu faul bin. Und werde gleich bestraft dafür. Oh, boah. Eieieiei. Spidey. Au, das hat aber ein bisschen wehgetan, ne? Hat mein Hintern aufgeschlitzt, ey. Solche Story. Solche Stories mag ich. So mit Rätseleinheiten, dann ein bisschen gruselig, das ist so Abwechslung, man ist auch spaßig, was ihr euch für Rätsel hier ausdenkt. So, wenn du diesen Zettel findest, bin ich schon längst tot. Du musst versuchen zu entkommen. Hier gesehen merkwürdig. Okay, hier gesehen merkwürdig, das ist supi. kann passieren, man kann ja Wörter vergessen und andere Sachen. Passiert mir auch immer. Nicht oft, aber... So... Keine Chance gegen. Keine Chance gegen das Monster. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ist es weg? Oh nein, es ist nicht weg. Hey, shh, haut ab. Hallo, Unbekannter. Ich schreibe diesen Brief mit dem Gedanken, dass ich danach nicht mehr leben werde. Hier sind schlimme Dinge geschehen, die ich nicht erklären kann. Ich habe mich in diesem Raum eingeschlossen, um mich zu schützen vor diesen Dingern, aber meine Vorräte sind erschöpft. Ich werde so oder so sterben, aber lieber sterbe ich, wenn ich mich selbst umbringe, als durch diese Dinger. Wenn du diesen Zettel liest, nimm meine Nahe zu Herzen. Wenn du es nicht schaffst, von hier zu fliehen und scheiterst, wie ich, dann nimm dir das Leben. Ich habe die qualvolle Schreie derjenigen gehört, die durch diese Dinger gestorben sind. Lebe wohl und viel Glück. Ich nehme nicht das Leben. Bin doch kein... Oh, ah, der ist zu einem Engelchen geworden, ist jetzt abgehauen. Also süß. Shh, shh. Ich nehme nicht das Leben. Ich nehme nicht das Leben. Okay. Noch ein Zettel. Ah, wieder nichts. Ah, wieder nichts. Und der... Ah! Zettel voller nichts. Sehr gut. Ich hoffe, das Monster ist Staub. Ich hoffe, das Monster ist nur Staub. Ich habe sonst keine Chance dagegen. Wie soll ich das machen? Vielleicht mit dieser Kiste. Vielleicht kann ich da was anstellen. Versuchen kann man es ja. Oh, da ist noch so ein Schrank. Oh, oh. Was ist denn los mit dir? Oh, du machst den Moonwalk. Ich lebe. Und ich habe nicht aufgegeben. Ich habe es mit der Kiste versucht. Und die Kiste hat mir besondere Kräfte gegeben. Und jetzt habe ich es getötet, das Monster. Mit der Kraft der Kiste.
Okay, und erstmal hin. Ja. Ja, ne? Mein Licht jetzt auch machen. Da hing gerade jemand. Oh oh. Ist er doch nicht in den Himmel gekommen, der sich umgebracht hat? Mach mal hier wieder an, ne? Oh oh. Okay. Da! Wir sind einfach. Kann es sein, dass sie falsch gefickt, also falsch. Oh Gott, gleich ersticke ich. So. Okay, ist offen. Gut, perfekt. Und die gehen jetzt auch raus wahrscheinlich? Klar. Auf zum Winseln. Es sind nur Kerzen, die ausgingen. Alter. Da tobt sich aber jemand aus mit diesen ganzen Animationen, also diese Ausgeh-Animationen. Ah! Damals, als ich noch klein war, spielte ich gerne mit meinen Eltern. Wir warfen uns immer gerne den Ball zu. Und wer ihn nicht fangen konnte, hat verloren. Ich stand immer rechts und habe zweimal hintereinander gewonnen. Aber als ich links stand, habe ich nur einmal gewonnen. Wie sehr ich diese Zeit vermisse. Rechts zwei, links eins. Rechts zwei. Und nochmal nach rechts. Und links einmal, links einmal. Ich brauche den verdammten Schlüssel. Ah, welchen verdammten Schlüssel? Oh, da ist er. Okay, das mit dem Rätsel war auch cool, aber ihr könntet das, glaube ich, auch ruhig, ohne dieses fett geschriebene. Einfach so, einfach die Story. Und da muss man so ein bisschen überlegen, mit, das sind so Zahlen, so mit links, so Richtungen. Und ich brauche Richtungen, weißt du? Oh, Geschichte hat bestimmt was damit zu tun. Ne? Und dann denkst du so, hm, probier ich mal aus, funktioniert. Und wenn nicht, dann bleibst du für ewig verloren auf immer. Kann ich hier hoch? Oh. Kann ich hier hoch? Nee, bin zu blöd dafür. Die drehen sich im Kreis vor Verwirrung. Idioten. Okay. Oh. Das Schloss ist kaputt. Vielleicht geht es unter unten weiter. Dein Ernst? Nein! Nein, tut's nicht! Was geht mit denen ab? Oh nein, wohin jetzt? Oh nein, 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 nein. Vielleicht geht's unten weiter, ist nicht ganz sicher. Ah, Mist. Bitte lass es Staub sein. Du darfst nicht aufgeben. Barararam. Wo starte ich jetzt? Abgeschlossen? Oh. Oh Mist, der war zu schnell, das Ding. Okay, hier geht's weiter. Gut.